Hi zusammen, in diesem Video möchte ich euch weitere Finanzthemen erklären, die ihr als frisch gebackener Berufseinsteiger beachten solltet. In diesem Video geht es um die Themen Sparen, vermögenswirksame Leistungen und betriebliche Altersvorsorge. Zum Thema Sparen. Wer kennt das nicht? Sobald man mehr verdient, gönnt man sich auch einiges mehr. Aber gerade als Berufseinsteiger sollte man lernen, mit dem Geld zu haushalten, damit am Ende des Geldes nicht mehr so viel Monat übrig bleibt. Vor allem ist es notwendig, für unvorhergesehene Ausgaben ein gewisses Finanzpolster zu haben. Dazu gehört es auch, sein Geld zu verteilen. Zum Beispiel, indem man fixe Kosten wie Miete und variable Kosten wie Essen gehen mit Freunden auf mehrere Girokonten trennt. Dazu könntest du ein Tagesgeldkonto und einen Vorsparplan nutzen. So hättest du einen Topf für laufende Kosten, für unvorhergesehene Ausgaben und kannst gleichzeitig für größere Anschaffungen sparen. Beim Thema vermögenswirksame Leistungen solltest du abklären, ob dein Arbeitgeber diese Leistungen zahlt. Vermögenswirksame Leistungen sind nämlich freiwillige Leistungen des Arbeitgebers und sollen dem Arbeitnehmer dabei helfen, ein Vermögen aufzubauen. Außerdem solltest du dich darüber informieren, wie diese vermögenswirksame Leistungen investiert werden können. Zum Beispiel wäre eine besonders lohnende Möglichkeit, die betriebliche Altersvorsorge mit den vermögenswirksamen Leistungen zu integrieren. Da wären wir auch schon beim dritten Finanzpunkt, denn eine zusätzliche betriebliche oder private Altersvorsorge spielt heutzutage eine wichtige Rolle. Und diese werden oftmals vom Arbeitgeber in Form von Zuschüssen auch unterstützt. So, das war's auch schon wieder vom grünen Sofa. In den nächsten Videos geht's weiter mit relevanten Finanzthemen zum Berufsstart. Hier seht ihr unser letztes Video. Schreibt uns gerne hier unten in die Kommentare oder über die Homepage, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. Und ansonsten bis bald.